Also der Zusammenhang zu Taqwa in diesem Hadith ist ja offensichtlich. Wir haben hier eine Handlung, die wir als Taqwa bezeichnen können, und zwar das Einhalten seiner Eide und seines Schwures. Allah Ta'ala sagt, wahfadhu aymanakum, und haltet eure Ayman ein, also eure Schwüre. Wenn du einen Eid leistest oder etwas schwörst, dann halte es ein. Das ist also die Handlung selbst, die ist eine Handlung des Gehorsams. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die Handlungen des Gehorsams nicht immer das gleiche Niveau haben und das gleiche Level. Eine kann besser sein als die andere, und Vorrang hat die Taqwa oder die Handlung, die als gottesfürchtiger, tugendhafter bezeichnet werden kann, selbst wenn es dazu führt, dass deshalb eine andere Handlung nicht ausgeführt wird oder nicht beibehalten werden kann. Der Schwur in diesem Sinne. Er sagt hier, wenn jemand von euch einen Schwur leistet, einen Schwur schwört, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, dann aber stellt sich fest, dass es tugendhafter wäre und frömmer wäre, das Gegenteil zu machen. Also im Falle davon zu schwören, etwas nicht zu tun, wäre es besser, es zu tun oder umgekehrt. Er sagt hier dann, wenn er etwas sieht, das frömmer ist, dann soll er dies ausführen. Das heißt, er leistet die Sühne für seinen Schwur, leistet die Sühne für seinen Schwur, bricht seinen Schwur und macht das, was Gott gefälliger ist. Tamam?